platonischen Dienstmädchen ist vorbei, meine Liebe. Heute haben alle Spanierinnen im Haushalt. Der Aufzug ist für die Herrschaften. Sie nehmen die Hintertreppe. Unserem letzten Mädchen haben wir 250 Francs gegeben und ich habe beschlossen, dass 400 Francs. 400 Francs? Sie sind ja wahnsinnig. Ich verlasse mich auf Sie, dass alles makellos ist. Dia! Abre! Dolores! Carmen! Teresa! Sie sind perfekt, eine wahre Fee. Ihr beschäftigt eine Spanierin? Stimmt, genau. Ich verlange von euch, dass ihr sie anständig behandelt. A mi me, el gusta el jamón. No. Kommen Sie, Monsieur. Ich zeige Ihnen etwas. Ich warne Sie, ist wieder alles verstopft. Oh ja, uff. Sagen Sie es mit mir, juego. El juego? El jardín. El jardín. Sie leben in winzigen Kammern? Wo ist das Waschbecken? Waschbecken? Ohne Heizung, ohne fließend Wasser. El jamón. El jamón. El jamón. Du machst dir sonst nie Gedanken um andere Menschen und plötzlich erwärmst du dich für spanische Dienstmädchen, also. Guten Tag, Monsieur. Ah, guten Tag. Für Jean-Louis bin ich immer noch ein Mädchen vom Land. Dabei liebt er alles. Alles Funkelnde. Die Pariserinnen, die Eleganz. Ich habe mich geirrt. Sie sind nicht wie die anderen Patrones. Ich sag doch, ich war essen bei den Spanierinnen im sechsten Stock. Hör jetzt auf mit dem Blödsinn! Glaubst du, ich weiß nicht, was da läuft? Guten Tag, die Damen. Wie im sechsten Stock? Bei den Dienstmädchen. Die Herrschaften sollten unter sich bleiben. Zum ersten Mal habe ich ein Zimmer für mich allein. Wenn Sie wüssten, wie frei ich mich fühle.